Hallihallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Hier ist wieder der Michi und ich wurde wieder einmal getaggt. Ja. Ist das schön. Aber diesmal habe ich einen Tag, der ziemlich simpel ist. Es sind 10 Fragen, die schnell beantwortet sind, weil man muss da nicht lange nachdenken. Ich habe mir mit denen durchgelesen und dachte, den kann ich mal schnell in der Mittagspause abfrühstücken. So, das mache ich jetzt auch. Ich sitze jetzt hier quasi an meinem PC und habe die Fragen mal rausgeschrieben, beziehungsweise die Frage hat man mir geschickt und ich habe das Ganze jetzt hier auch mal schon mal so ein bisschen vorbeantwortet. Ich musste mir so ein paar Filme raussuchen. So, deswegen auch ein bisschen die etwas ungewöhnliche. Hier sehen wir uns noch das Licht. Ja, das ist das sonst. Also, das ist auch wurscht. So, es geht ja darum, was ich sage. Ja, ihr müsst mich ja gar nicht unbedingt sehen. Vielleicht, ach, das wäre auch eine schöne Idee für einen Podcast, oder? Egal. Es geht jedenfalls um den 2-Filmbrüder-Tag von Kaffee mit Sashi. Und eigentlich wollte ich diesen Tag auch mit meinem Bruder beantworten, mit dem René, aber leider hat das nicht so funktioniert. Es hat nicht sollen sein. Wir haben einfach nicht die Zeit gefunden und ja, jetzt ist es halt zu spät. Ich weiß noch nicht mal mehr, wer mich getaggt hatte. Wer war das noch? Wer hatte mich getaggt? Ich glaube, es war Lederchens Gruselkiste, aber ich bin nicht mehr ganz sicher. Mal sehen. Ich schaue einfach mal. Das ist das Gute, wenn man hier am PC sitzt, dann kann man nämlich auch nachsehen. Das Schlechte ist, dass ich ohne meine Brille nicht so wirklich viel sehe. Aber es wird schon gehen. Was haben wir hier? Ranking. Bela Lugosi. Nein, nein. Hier. Django war's. Ah, sorry. Es war nicht Lederchen. Es war Django. Django 1141. Also Django, liebe Grüße an dich. Du hast mich getaggt. Sehr nett. Und ich werde das jetzt. Wackelt das ein bisschen, ne? Ja, die Kamera sitzt nicht so. Ist die Webcam hier am PC dran. So, ich hoffe auch, dass das Bild und Ton einigermaßen sind. So, Frage Nummer 1. Wir gehen direkt durch. Apropos, ich habe mir hier auch einen Kaffee gemacht, ne? Weil Filmbrüder hier Kaffee mit Sashi. Deswegen habe ich jetzt auch meinen Kaffee hier und dann nehme ich jetzt auch mal einen hier. Kaffee mit Sashi, das geht jetzt an dich, Sashi. Ja, vielen Gru vielen vielen Gruß, vielen Gruß, Bruder. Ah, dunkel schwarz und kochend heiß. So, Frage Nummer 1. Jeder hat Geburtstag. Ist das so? Was ist dein Lieblingsfilm aus deinem Geburtsjahr? Das ist eine Frage, über die ich gar nicht lange nachdenken musste, weil das ist eine Frage, die wie aus der Pistole geschossen kommt. Und zwar ist das John Carpenters Halloween, die Nacht des Grauens von 1978, genau wie ich. So, Frage Nummer 2, Buchstabenhasser. Zeige 3 Filme mit Zahlen am Anfang des Titels. Das war jetzt auch nicht so wirklich kompliziert. Da bin ich einfach an mein Filmregal gegangen und habe die ersten 3 Filme rausgesucht. Das ist einmal hier 3 aus der Hölle. Und da haben wir auch noch mit drin hier 31. Alles auf Zombie. Zombies. Und da hätten wir hier noch 10 Cloverfield Lane, dann hätten wir hier noch 1984, den wollte ich einfach nochmal zeigen, weil das ein großartiger Film ist, den man unbedingt nochmal gucken sollte. Der sollte auch in allen Schulen gezeigt werden, der sollte meines Erachtens auch aus das Buch, noch wichtiger, dass das gelesen wird, ja. Und natürlich 2012 und so weiter und so. Ich könnte hier weitermachen. Ich hätte auch noch 7 Zwerge, 13. Krieger, 28 Days Later, 28 Weeks Later und so weiter und so fort. Also es ist keine komplizierte Frage gewesen. Frage Nummer 3, Titel Irrsinn. Welcher Film aus deiner Sammlung wird seinem deutschen Titel nicht gerecht? Ja, auch da. Im Prinzip wollte ich zuerst Quigley der Australier nehmen, weil in dem ganzen Film gibt es nur einen, der kein Australier ist, und das ist Quigley. Dann habe ich aber überlegt, eigentlich könnte man das vielleicht auch umkehren und sagen, hey, der ist in Australien, der ist zwar kein Australier, benimmt sich aber australischer, weil er sich halt für die Aborigines ins Zeug legt. Also könnte man das Ganze vielleicht als Metapher nehmen. Und da bin ich drauf gekommen, es gibt noch einen Film, wo ich immer sage, hey, warum zum Geier heißt der Film 2 glorreiche Halunken? Im Original so Good, so Bad und so Ugly. Ja, Good, Bad und Ugly, 3.
Also, ja, warum zwei glorreiche Halunken? Wer von den dreien sind die zwei? Wer ist glorreich und wieso Halunken? Sind die alle irgendwo? Aber na, saublöde. Ja, die Deutschen haben das sowieso drauf. Saublöde Titel zu eigentlich coolen englischen oder auch französischen Originaltiteln. Aber naja, gut. Das ist jetzt das, was mir spontan eingefallen ist. Also ich habe das aufgeschrieben. Also es sind keine spontanen Antworten. Aber das ist die Antwort, die mir als erstes eingefallen ist. So. Artwork, Langeweile. Zeige drei Filme, bei denen das Cover sich ähnelt. Kein Franchise. Ja, wieso das denn nicht? Ja. Okay, kein Franchise, aber das heißt nicht, dass es nicht die gleiche Darstellerin sein darf. Und da sind wir nämlich einfach bei Sarah Butler gelandet. Da haben wir I Spit on Your Grave, The Secret, Terror Z oder halt die Sarah Butler Box. Jeder Film, in dem Sarah Butler mitspielt, sieht vom Cover her exakt genau so aus wie I Spit on Your Grave. Das heißt, man sieht sie halbnackig, den Popo schön mitten im Bild drin. Warum macht man das? Ja, wollen die alle sagen, oh, ja, komm mal, ja, genau, das Gesicht kenne ich. Oder was? Ja, alle Filme mit Sarah Butler, die sehen alle gleich aus. Irgendwie. Ist so. So, Frage Nummer 5. Männerhöhle. In welchem Film aus deiner Sammlung spielen nur Männer mit? Ja, Das Ding aus einer anderen Welt. Von John Carpenter. Wobei das nicht ganz korrekt ist, weil der Schachcomputer, der wird nämlich von Adrien Barbeau gesprochen. Das ist jetzt, sie spielt da nicht mit, aber deswegen habe ich einen anderen Film ausgesucht und zwar auch einen meiner absoluten Lieblingsfilme und zwar ist das Master und Commander. Am Ende der Welt, am anderen Ende, Master und Commander. Mit Russell Crowe. Ganz toller Film, wo ich bis heute bedauere, dass er nicht fortgesetzt wurde, weil es gibt so viele Bücher davon, die habe ich fast alle gelesen, allerdings nicht in der richtigen Reihenfolge, deswegen, aber die sind in sich geschlossen. Kann man also gucken. Trotzdem hat man immer wieder, wieso ist denn der Maturin jetzt auf einmal? Naja, gut. Ja, Master und Commander, nur Männer. Also im Film, im Buch kommen auch immer wieder mal Frauen vor, im Film nicht. So, weiter geht es mit Frage Nummer 6. Liebe zur Melodie, präsentiere die drei Filme mit deinen Lieblingssoundtracks. Das ist die Frage. Meint ihr damit wirklich Soundtracks, also der Score oder OST? Also hier, also OST, also der OST-Score oder die VA? Also wie bei sämtlichen Tarantino-Filmen, weil die haben ja im Grunde genommen gar keinen Score oder ja, weil Quentin Tarantino fast immer auf bereits vorhandene Melodien und Songs zurückgreift. So, also habe ich das mal ein bisschen aufgesplittet. Da hätten wir bei OST hätten wir einmal High Noon, ganz klar, weil das ist finde ich super. Und dann die glorreichen 7. Ja. Und da fällt mir auch gerade brütend heiß wieder ein, da wollten Becky und ich euch schon vor 2 Jahren ein Original versus Remake zu machen zu die glorreichen 7. Kommt alles noch. Kommt alles noch. Nur mit Becky ist momentan, es ist immer so ein bisschen, sie muss Lust haben. Und momentan hat sie eher Lust, draußen auf dem Balkon zu sitzen. Ich kann es verstehen und hätte ich keinen Heuschnupfen, würde ich das auch machen. Das letzte Mal, als ich nur 10 Minuten auf dem Balkon saß, habe ich das einen ganzen Tag lang bereut. Weiter geht's. Und dann hätten wir noch Superman oder alles andere von John Williams. So, großartiger Komponist. Ja, oder Batman, alles von Danny Elfman ebenfalls. So, das wären halt die O's und bei VA... Da würde ich sagen, wirklich Blues Brothers, wobei Blues Brothers, das ist ja quasi schon, ne, ist ja mehr oder weniger, ist ja schon OST, aber ne, sie singen das ja im Film, wird nicht eingespielt. The Big Lebowski, auch großartiger Soundtrack und Django Unchained, Pulp Fiction, alles von Tarantino. So, also dann will ich mich gar nicht festlegen und einen Lieblingsfilm nennen, sondern ich bleib einfach mal ganz oberflächlich. So, weiter geht's mit Frage Nummer 7. Das ist uns eine sehr schöne Frage, die hat mir sehr gut gefallen. Ohne Synchronisation, zeig uns deinen deutschsprachigen Lieblingsfilm. Ich setze noch einen drauf. Ich sag nicht nur ohne Synchronisation, sondern ich zeige euch einen Film ohne Ton. Meinen deutschsprachigen Lieblingsfilm ohne Ton. Und zwar ist das Nosferatu.
von Murnau mit Max Schreck in der Hauptrolle. Das ist ein ganz toller Film, der kommt nicht nur ohne Synchronisation, sondern halt ohne Ton aus. Und ist ganz toll, man hätte jetzt natürlich auch Metropolis nennen können. Oder das Kabinett des Dr. Caligari. Oder die Nibelungen. Ganz viele, der Mann, der lacht, wobei das ist kein deutscher Film. Aber, na, es gibt ganz viele. So, und jetzt kommt wieder so eine geile Frage, Frage Nummer 8. Wie bist du denn drauf? Deine Zuschauer wollen einen Film sehen? Ja? Wollt ihr? Den du gut findest, die Mehrheit der Zuschauer aber schlecht oder ihn verrissen hat. Auch das ist eigentlich, er braucht einfach nur mal hier in dem Kanal durch die Gegend zu surfen, weil die meisten Filme, die ich wirklich gut finde, die werden von der Allgemeinheit eher so mittelmäßig bis schlecht. Ja, ich gucke auch viel Mainstream, weil ich es muss. Aber lieber gucke ich halt schlechte Filme. Je schlechter, desto besser. Und wenn ich da schon bin, wie komme ich da an Jochen Taubert vorbei? Und wenn ich bei Jochen Taubert bin, dann sage ich mal ganz spontan, I piss on your cadaver, als Film, den ich jetzt hier, das ist einfach so abgefahrener Scheißdreck. Nein, es ist super, es macht richtig Spaß. Ich habe den 3-mal geguckt, ich finde den total super. Und jeder, der auch nur 5 Minuten mitguckt, der denkt sich, der Speier, der hat nicht mal alle Tasten im Schrank, was natürlich korrekt ist. Aber ich mag den nicht. Und Jochen Taubert, falls du das siehst, ne, falls du noch mal einen brauchst, den du von Kopf bis Fuß mit Blut einschmieren kannst, mit Gedärmen beschmeißen, ruf mich an. Ich bin dabei. Ich wohne auch gar nicht weit weg. Ja, da bezahlst du die Fahrt, Unterkunft und den Rum und dann bin ich dabei. Wenn ich Zeit habe, aber die Zeit nehme ich mir, Jochen. Die Zeit nehme ich mir. Da wird ja super geil. Ich werde das einfach super geil. Ja, Frage Nummer 9. Urteile für dich oder Urteil für dich, Gefängnis. Stelle einen schönen Knastfilm, einen schönen Knastfilm soll ich vorstellen. Einen schönen Knast, das ist geil. Ja, also ein guter Knastfilm ist natürlich Die Verurteilten. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Deswegen nenne ich den noch nicht, weil den wird ja jeder nennen oder viele. Nein, schön fand ich damals Lebenslänglich mit Eddie Murphy und Martin Lawrence aus dem Jahr 1999. Den habe ich damals 1999 im Kino gesehen. Und das dürfte auch das letzte Mal gewesen sein, dass ich den gesehen habe. Ich habe den einmal gesehen, aber ich fand den damals richtig gut. Richtig gut. Also da sind zwei Kleingangster, die werden beim Alkoholschmuggel erwischt, wobei die wollten das. Ich glaube, das ist irgendwie ein ganz blöder Zufall, aber weil sie halt schwarz sind und im falschen Bundesstaat erwischt werden, werden sie lebenslänglich ins Gefängnis gesperrt und man sieht halt, wie die beiden da älter werden und sich die ganze Zeit am Zoffen sind, wie so ein altes Ehepaar. Geiler Film, richtig schön lustig und trotzdem lebensbejahend. Irgendwie toller Film. Schaut ihn euch mal an. Lohnt sich wirklich. Ich denke, dass ihr den bestimmt irgendwo kriegt. Und Frage Nummer 10, das wäre dann auch schon die letzte Neuinterpretation. Präsentiere ein Remake, in dem Schauspieler aus dem Original mitspielen. So, da hatte ich auch ein paar Filme direkt im Kopf, aber ich habe mit meinem Bruder darüber gesprochen. Wir wollten das zusammen machen und er hatte einen Titel genannt, den ich einfach noch besser finde. Und zwar war das Ein Mord für zwei. Das wäre übrigens auch eine schöne Antwort gewesen auf Filme, die mit einer Zahl anfangen. Das ist nämlich Eins Mord für zwei. Und es wäre auch eine tolle Antwort auf die Frage gewesen, hier Männerhöhle, nenne Filme, in denen nur Männer mitspielen. Weil da spielen nämlich nur zwei Männer mit. Und einer davon ist Michael Caine. Und zwar sowohl im Original als auch im Remake. Aber im Original spielt Michael Caine den jungen Mann und im Remake spielt er den alten Mann. Also einmal, ja, toll. Also eigentlich könnte man beide Filme zusammenschneiden und Michael Caine würde dann beide Rollen spielen. Wäre doch mal eine Idee. Ja, könnte man mal machen. So, und damit sind wir auch schon, nein, hier sind noch, oh, das sind noch mehr. Ich dachte, das wäre nur die eine Seite. Sorry, es sind doch mehr Fragen. Es sind 14, nicht 10. Naja, gut, das kriegen wir auch hin, ne? Kriegen wir hin. Habe ich noch Pause? Sonst überziehen wir mal. Muss ich hinten dranhängen. Frage Nummer 11. Rechenaufgabe. Addiere die Zahlen deines Geburtstages und gehe die Anzahl der Quersumme vom letzten Film in deiner Sammlung rückwärts. Ja, habe ich sogar gemacht.
Ja, das ist 6 plus 9 plus 1 plus 9 plus 7 plus 8 macht 40. Und das Ganze kann ich natürlich hier ganz simpel und einfach mit meiner App machen. Ich muss ja noch nicht einmal an mein Regal gehen und zählen, sondern ich kann die einfach, ja, von hinten, und dann kommt nämlich das hier raus, Your Next. Das ist der 40. Film von hinten in meiner Sammlung. Ich habe die ja alphabetisch geordnet, also Y. Ich hätte auch gedacht, irgendwas mit Z, aber nein, es ist noch Y. So, Frage Nummer 12. Krame in deinen Erinnerungen. Zeige einen Film, den du mit einem besonderen oder mit einem besonderen Ereignis oder Tag deines Lebens in Verbindung bringst. Jetzt bin ich aber froh, weil eben bin ich nochmal durchgegangen und die Frage hatte ich gar nicht mehr gesehen. Aber die Antwort hatte ich schon aufgeschrieben. Und zwar ist das Tante Trude aus Buxtehude. Ja, mit Rudi Carrell und Ilja Richter. Das ist ein besonderer Tag in meinem Leben. Ich habe damals mein erstes eigenes Zimmer. Nein, ich hatte früher schon als Kind ein eigenes Zimmer. Dann kam mein Bruder, als ich 4 war. Dann haben wir uns das Zimmer geteilt. Und als ich 13 wurde, habe ich ein eigenes neues eigenes Zimmer gekriegt. Und zwar im Keller. Ich bin so ein typisches Kellerkind. Ich wurde also in den Keller abgeschoben. Auf meinen Wunsch hin, muss man dazu sagen. Wir hatten damals so eine Bar. Und aus der Bar, da haben wir einen Teil abgetrennt, kam so eine Trockenbauwand rein. Und da habe ich mein eigenes Zimmer gekriegt. Jetzt hatte ich aber so ein bisschen, ich war so ein kleiner Kackeberger. Hatte so ein bisschen Angst im Keller und habe dann... Ja, da war's schon, das war's. Tante Trude aus Buxtehude. Ja, habe ich mir angeschaut. So, dann müssen wir mal gucken. Wie ging das? Holla. Da hat's jetzt das Ding rausgehauen. Okay, machen wir weiter, ja. Also Frage Nummer 12. Tante Trude aus Buxtehude. Ich habe halt mein erstes eigenes Zimmer bekommen, damals im Keller. Und da hatte ich Angst. Ich hatte Angst, da alleine im Keller zu liegen. Und habe dann Tante Trude aus Buxtehude angemacht auf meinem kleinen Fernseher. Der war nicht viel größer als, doch, er war kleiner als mein Computermonitor, vor dem ich jetzt sitze, den ihr nicht sehen könnt. Aber glaubt einfach, er war klein. Und da habe ich Tante Trude aus Buxtehude geguckt. Da habe ich mich einfach wohl gefühlt und war gut. Und diesen Film abends, jeden Abend den gleichen Film. Und da bin ich dann sanft weggedöst, weggeschlummert und dann am nächsten Morgen wach geworden irgendwann mit Rauschen im Fernsehen. Ist nicht gesund, ist auch nicht gut, ja, lockt Poltergeister an mitunter, aber den hatte ich damals noch nicht gesehen, oder? Doch, hatte ich auch schon gesehen. Ja, aber trotzdem. So, Frage Nummer 13, abergläubig. Frage 13 ist, bist du abergläubig? Besitzt du einen Film, in dem sich ein Unglück zuträgt und hast den Mut, in deinen Zuschauern zu zeigen? Nee, habe ich nicht. Ich habe weder einen Film noch den Mut. Doch, Final Destination, da tragen sich ja Unglücke am laufenden Band zu. Aber ich habe nicht den Mut, ihn zu zeigen, weil wenn ich jetzt aufstehe und nochmal rübergehe, dann könnte es passieren, dass das Ding wieder hinfällt. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Deswegen, also ich habe nicht den Mut, nochmal aufzustehen. Glaubt's einfach. Ich hab mir auch schon gezeigt. So. Und 14, das dicke Ende kommt zum Schluss. Präsentiere einen Film ohne Happy End. Düster, verstörend oder alles zusammen. Ja, da wäre wohl der Nebel, ne? Das wäre wohl der Nebel, weil Stephen King's der Nebel, also The Mist, nicht der Mist, sondern The Mist, nochmal hier Kaffee. Schöner Schluss. Gefällt mir ausgezeichnet. Aber das wäre zu einfach. Nein, ein Film, der mich auch nachhaltig verstört hat, auch nach dem Schluss, war Funny Games von Michael Haneke aus dem Jahr 1987. Ist ein österreichischer Film. Und auch da gibt es ein amerikanisches Remake. Ja. Wobei, nee, das ging ja gar nicht ging um Remix mit den gleichen Schauspielern. Ist genau der gleiche Film, aber andere Schauspieler. So, ja, Funny Games, ja, toller Film. Ich fand das Original aus Österreich ein bisschen besser als das amerikanische Remake. Ist aber Geschmackssache und letzten Endes ist, wie gesagt, das Gleiche. Ist auch beides vom gleichen Regisseur. So, jetzt sind wir auch durch und ich darf jetzt noch jemanden taggen. Wen tagge ich denn? Wer macht denn gerne solche Tags?
Ich weiß, wer gerne solche Tags macht. Der Tommy, der liebt solche Tags. Mach ich aber nicht. Sei denn, Tommy, wenn du möchtest, machst du es einfach. Und wenn nicht, nein, ich tagge dich nicht. Ich tagge niemanden. Nein, ich tagge niemanden. Wer mag, der kann diesen Tag machen. Und wer und alle anderen lassen es einfach sein. Ja, also fühlt euch getaggt. Der Tag ist jetzt auch schon ewig im Umlauf. Ich habe den vor einem halben Jahr oder so bin ich getaggt worden, hab's vergessen, verschoben. Wenn ich es auch mit meinem Bruder zusammen, habe ich schon gesagt, ne? Ja, ich wollte es mit meinem Bruder zusammen machen, aber irgendwie hat das nicht gepasst und jetzt habe ich ihn schnell zwischen Tür und Angel gemacht. Hat mich die ganze Mittagspause gekostet. Kaffee mit Sashi hat diesen Tag gemacht. Vielen Dank dafür. Und wer Bock hat, kann es gerne auch beantworten. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und wie immer, bleibt geil. Euer Michael Speyer.